Fung gegen Justin. Winner Semifinals. Oh, die haben Werbung. Aber nur die, die keine Subscriber sind, deswegen rede ich einfach weiter. Okay, also wir sehen hier schon den Anfang von Justin gegen Fung. Okay. Ich glaube, letztes Mal gab es diese Begegnung auch schon und die hat Justin für sich entschieden. Man muss mit einem Charakter wie Sephiroth auf jeden Fall schon sehr accurate sein. Man hat so viel Range, aber die Attacken kommen natürlich auch nicht instant, ne? Deswegen muss schon sehr gut mit seinem Charakter umgehen können und jetzt im Moment spielt Justin einfach insane. Bei DLC-Charakteren muss man ja sowieso immer ein bisschen warten, bis die Leute top damit sind. Und erst dann kann man sehen, wie gut sie wirklich sind. Jetzt so bei Pyra und Nifra zum Beispiel könnte ich auch nicht wirklich einschätzen, wie gut die wirklich sind. Also es gab schon einige Spieler, die einfach sehr gut mit dem Char gespielt haben, aber so auf Regionalniveau, keine Ahnung, wirklich. Aber ich kann dir eins sagen, Justin ist extrem gut mit seinem Charakter. Und das stellt er gerade unter Beweis, 122%. Die Frage ist natürlich, kann er den Kill bekommen, bevor der Fung ihn mit einer seiner extrem starken Options erwischt? Und ja, ja, kann er. Sehr gut. Hier gerade mit der Abwehr. Furchtlos. Einfach gekillt. Der Fung, einer der besten im Norden, was das Edge-Game angeht. Ist er wirklich sehr gut da drin. Von daher heißt das schon was, da einfach gegen vorzugehen, so wie Justin das gerade gemacht hat. Nice, patient an der Edge. Aber direkter Up-B und killt noch nicht. Finde ich interessant. Okay, ja, diesmal schon. Diesmal schon. Okay, also von der Edge, oder beziehungsweise vom Boden aus, killt die Attacke gar nicht so gut, die Up-B von Dafung. Oder von Knee Brawler, besser gesagt. Aber eben, wenn man mit einem Grab das ganze Part und das in der Luft macht, dann killt sie sehr gut. Das schafft er noch. Kein Problem, selbst ohne den einen Wing schafft das hier zurückzukommen. Kein SD. Keine SDs in Top 8, das ist unsere Regel. das war eben gerade scary. Und diesmal versucht das mit der Up-B, trifft aber auch nicht. Das hätte mit Sicherheit gekillt. Hätte er getroffen, wäre ein safe Kill gewesen. Jetzt gerade aber so ein bisschen Comeback hier gerade von davor. Oh oh. Das war mit Sicherheit nicht so geplant. Ich weiß nicht genau, was das war. Vielleicht wollte er die B einfach machen, ne? Also die B hätte wahrscheinlich in der Situation gekillt. Ja, ich glaube, das war ein Missklick. Weil das hat ja gerade gar keinen Sinn gemacht. Okay, also durch diesen, nennen wir es SD, nehmen wieder eine kleine Lead für Dafung, der sich hier gerade, für Justin. Dafung zieht sich erstmal zurück, während er hier diesen kleinen Schnipsel hat von Sephiroth. Und hier wieder Edge-Situation, mal gucken, ob, Justin kommt eigentlich immer ganz gut aus diesen Situationen raus, der hat sein Edge-Game ist auch echt gut. Oh, schön. Oh, killed. Oh, nice. Sehr, sehr gut. Also er zeigt, dass das letztes Mal kein Flug war, dass er hier durchaus hingehört in die Top 5. Was, letztes Mal das erste Mal, dass er in den Top 5 drin war? Ich glaube nicht. Ich glaube, einmal war er Top 5. Er hatte, glaube ich, einmal den Top 7 Curse gebrochen und dann ist er so ausgerastet. Also in letzter Zeit in den letzten paar Monaten ist seine Leistung halt insane. Also war in Dänemark, hat er sehr gut geplaced und in anderen Turnieren auch. Ich weiß jetzt gerade nicht wo, vielleicht in Berlin. Ja, und das hat er das erste Mal unter Beweis gestellt bei NEZ 19, Rising 19. Jetzt sind wir bei 20 und mal schauen, ob er sich steigert noch. Also wenn er SDN besiegt, puh. Also ich denke, wie sieht es denn aus im Bracket? Also SDN hat er jetzt gerade im Winners Quarters gewonnen. Er muss noch an Beisel vorbei, was er in den letzten Malen ziemlich eindeutig auch geschafft hat. Und wenn Justin das hier gewinnen sollte, dann werden wir diese Begegnung im Winners Final sehen. Ja, also ich schaue es mir an. Oh, oh. Okay, ja, ist immer scary. Und das sollte killen.
Ja. Oh ja, also das ist aber richtig gut gegen Sephiroth. Da muss Dafung auf jeden Fall aufpassen. Ich weiß jetzt nicht, Dafung sage ich schon, Justin. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das durchs Schild durchkommt. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist kein Command Grab. Oh oh. Oh oh. Ja. Oh, okay. Da hat er also so einen Loophole gefunden. Da kommt er also mit durch, auch wenn er an die Edge kommt. So, sehen wir die Patience wieder von Justin. Oh oh. Na, nee, noch nicht bei den Prozenten. Ja, ist auch cool, mal cleanes Sephiroth-Gameplay zu sehen. Also ich persönlich finde den Charakter sehr cool. Absolut. Und auch wie der designt wurde, so. Also ein bisschen wie Cloud, aber dann doch auch schon ziemlich anders. Oh, was ist da denn gerade passiert? Er hat ihn doch getroffen mit der Attacke, oder nicht? Das hätte gekillt, aber irgendwie, das war ganz komisch gerade. Das müsste ich eigentlich nochmal in Zeitlupe sehen. Oh, warte, hier kann ich das sehen. Oder nicht? Ist Ian da? Ian ist nicht da diesmal, leider. Und jetzt Justin, gerade eben von dem Stop-Loss habe ich gerade nicht gesehen. Nee, ich war gerade auch ein bisschen abgelenkt und Dafung macht das hier gerade sehr gut. Gerade mit dem Command Grab und könnte hier jetzt natürlich schöne Führung ausbauen, aber ja, muss er erstmal an Justin vorbei. Hat hier wieder versucht, die Downbeat wahrscheinlich zu countern. Ja. Das macht hier so langsam ein bisschen Damage, aber oh. Mal gucken. Ja, auch an der Edge. Also, der Fong ist ja schon sehr gut an der Edge, aber davor hier. Justin kann schon durchaus mithalten. Jedenfalls macht er das gerade ziemlich gut. Bekommt hier und da immer wieder die Chance, so ein bisschen Damage zu machen. Bleibt patient. Okay, wie sehen wir die blaue? Oh, schön. Ja. Phase 2. Nice Timing. Ja, Ian hätten wir ja auch gerne gesehen. Das ist jetzt das 20. NDZ, ziemlich stacked. MV hat uns invaded, auch sehr nice. Und da freut man sich natürlich immer. Aber Ian fehlt, Levi fehlt, Syntec, Fuego Elo, Scouty und trotzdem ziemlich voll. So, wir haben jetzt gerade das 1-1 gesehen von Dafung. Schafft es also hier auszugleichen und es bleibt weiterhin spannend. Das erste Game war ja schon ziemlich strong für Justin, aber eben gerade genauso gut zurückgeholt von Dafung. Ja. Also ja, es bleibt spannend. Ich könnte jetzt nicht sagen, wer von den beiden gewinnt. So, also wir bleiben auf Pokémon Stadium 2. Oh, Repus habe ich vergessen aufzuzählen. Der ist zwar selten da, aber den wollen wir ja auch auf jeden Fall mal öfter wieder sehen. Natürlich so viele andere auch. So. Ja, wieder hier das Edge-Game gerade von Dafung. Er kann so patient einfach an der Edge spielen. Macht immer wieder so eine kleine Nair. Hittet ein bisschen und dann irgendwann kommt einfach Down-Throw-Upi tot. 88%, ja, könnte schon klappen. Jetzt natürlich der One-Wing-Out. Ja, ey, noch ist die Invasion nicht vorbei, ne? Silber-Bracket zählt auch. Das ist nicht wie bei irgendwelchen Amateur-Brackets, bei irgendwelchen Turnieren oder so. Silber-Bracket ist immer auch Hype. Auf jeden Fall. Wie war das mit dem Durchbruch von Fuego Elo? War auch vorher erstmal Silber-Bracket gewinnen und dann geht's los. Dann geht's in die Top 8. So ist das. Das ist auf jeden Fall ziemlich stacked. Wobei ich gesehen habe, Aris zum Beispiel hat DQ'd. Sehr schade. Aber trotzdem, Skeddy ist immer noch am Start. Belcampo, so viele Leute, die einfach richtig gut sind. So, okay, es geht hier weiter. Mit dem Damage, den Dafung hier anrichtet auf Justin. Das war auch sehr viel guter Damage. Hat hier fast eine Zero-to-Death gemacht, aber nicht ganz. Schade. Wie gesagt, also wenn ihr irgendwas crazy seht, dann clippt das gerne. Dann machen wir so einen Zusammenschnitt irgendwann mal mit so NEZ-Shit. Okay. Also, Justin schafft es jetzt hier gerade nicht,
davon zu treffen, überhaupt. Nee. Also er hatte hier gerade Probleme, irgendwie in Killmove zu landen. Ja, das war schon mal eine ganz gute Option. Killt halt nur nicht quer über die Stage. Was macht man da? Auch nicht der größte Charakter. Die Backer eben gerade über den Kopf von Meat Brawler. Ja, so vielleicht. Schön die Backair. Und ja, beide verlieren ihren Stock, aber ein Stock liegt hier gerade für Dafung. Oh, Backair. Nee, reicht nicht. Hat Dafung auf jeden Fall die richtige DI gehabt. Ja, und der muss das jetzt nur noch safe zu Ende spielen gerade. Oh. Schöner Damage. Und bei, ja, bei Sephiroth dauert es dann halt auch nicht mehr lange, bis der Kill kommt, ne? Also jetzt könnte die B von Villager, wie heißt der, die Brawler, wie gesagt, ja. der kann auch schon killen. Und wir sehen's. 2-1 hier für Dafung. Strong. Ein sehr stronges Showing gerade von Dafung einfach. Okay. Ja, der Sieg von Lifted Skull über Dafung im, in Pools auf jeden Fall. Der aged immer besser. Wir sehen hier gleich fast schon Dafung im Finale. Also ist ja gerade Winner Semifinals. Oh, meine Naschtüte ist leer. Oh nein. Muss mir gleich eine neue holen. For free. Nur bei NEZ. Okay. Game Nummer 4. Kann Justin das hier nochmal ausgleichen? Oh, es ist schon mal gutes Pressure gerade. Hat ihn an der Edge. Kann er da was draus machen? Oh, das war schon mal die richtige Option, aber lange dauert es nicht. Gewinnt hier nur einen Schlagabtausch an der Edge. Und Dafung hat Stage Control. Oh, okay. Ja, da hätte mich gewundert, hätte ich mich gefragt, ob man aus diesem Jet-Block irgendwie was machen kann. Wüsste ich nicht mit ihm, aber wäre mal interessant zu wissen. Oh, es geht noch nicht. Ja, gut. Patient abgewartet. Gutes Timing. Bisher habe ich noch gar keine Upsmashes gesehen von Justin. Normalerweise, sobald der Wing draußen ist, sobald der Wing draußen ist, kommt dieser Upsmash, der einfach super Armor hat. Der ist dann einfach insane. Aber bisher habe ich da wenig von gesehen. Mal gucken, gleich sollte der Wing auch schon kommen, wenn er hier weiter irgendwie Damage frisst, so ein bisschen noch. Okay, wir sehen Nummer 2 diesmal. Okay, schöne Back Air, aber killt noch nicht. Ah, hat da den Jump geredet. Ja, war unrisky deswegen. Keine schlechte Option, wenn es nicht getroffen hat. Ah, Blue. Oh, Blue trifft diesmal. Ja, die B von Sephiroth ist einfach unendlich viel besser dadurch, dass man daraus springen kann. Die abbrechen kann, daraus springen kann. Dadurch kannst du es halt... Oh, da war der Upsmash. Oh, beide treffen nicht mit ihren Killmoves. Fair trifft nicht, wird gepunished. Noch eine Edge-Situation. Diesmal mit dem Wing. Da ist der extra Jump dabei und die Berger trifft. Okay, Berger trifft, Wing ist immer noch am Start. Das könnte der Start von einer großen Lead sein. Back Air? Nein, trifft nicht. Ja, Dafung weiß auf jeden Fall, wie er das die ein muss. Vielleicht muss Justin da mal mix-upen mit den Grabs. Okay. Schafft hier ein kleines Opening. Das ist die B, oder? Also das Rote da eben gerade? Ja. Ja, genau. Und die kann man canceln, indem man springt. Die kannst du canceln, ja. Und die hat halt drei Formen. Einmal die rote, einmal die blaue und diese komplette Explosion. Mhm. Und ja, die komplette Explosion ist halt super crazy, aber die braucht halt ein bisschen. Die meisten würden da dann einfach rüberspringen. Aber das Wissen kann man wiederum nutzen, um die Attacke abzubrechen und zu springen und zu punishen mit einer Aerial. Also quasi den anderen ein bisschen reinbaiten. Ja, genau. Also das... Oh, nice.
Ja, davon haben wir gar nichts mehr gesehen, hier von dem Schild, von dem Reflektor. Das war ja anfangs vom Set auch noch eine gute Option hier für Justin, der hier echt eine gute Lead sich erspielt hat inzwischen, aber das mit den drei Ticks da hat leider nicht so gut geklappt. Was? Zero Bracket? Ja. Jetzt. Oh, komisch. Komisch mitgezogen gerade. Komische Interaktion. Schöner synchroner Sprung und hier Reverse Up Air. Holt den Kill und gleicht das Ganze erstmal wieder aus. Oh, Random Ass Up Smash. Okay. Oh, okay. Komplett Stage Control verloren dafür. Und nochmal drei davon gefressen. Das war nicht worth it. Das war nicht worth it gerade. Oh mein Gott, was? Wurde einfach gecancelt, so ganz komisch gerade. Ja, also, was so eine kleine lilane Flamme halt so bringen kann, ne? Also, da ist wirklich dein Mental Damage viel höher, als es, was eigentlich nützlich ist. Aber der Mental Damage. Da hast du was extra, woran du denken musst, einfach. Also, wenn da noch so einer davon trifft, wollen wir mal gucken. Oh, das könnte killen. Oh, davon willst du nicht getroffen werden als Sephiroth bei den Prozenten. Der nächste killt jedenfalls. Oh mein Gott. Oh, der Smash wird gepunished und das killt. Ja, davon 3-1 über Justin. Besiegt nicht nur Niceface, sondern auch Justin in der Top 8 bisher super strong. Ist jetzt mindestens Platz.